So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Online. Ja, ich guck mir mal ganz kurz an, was haben wir denn hier Schönes für Quests. Wie komme ich denn hier nochmal auf die Map? So, genau. Ah ja, gut. Wo bin ich? Wo sehe ich meinen Marker? Der grüne Pfeil? Bin ich das? Nee. Wo bin ich? Ach, der. Ach, okay. Kann man die Schrift ein bisschen kleiner machen? Ich bin ein blauer Pfeil. Alles klar. Oh, Karte umschalten, Kartentyp, zoomen. So, sieht man besser, ne? Ist besser. Ja, so sieht man auf jeden Fall besser. Gut, dann kann ich mich hier ein bisschen orientieren. Ich schaue mich jetzt einfach mal um. Harmonisieren, okay. Machen wir mal. Du hast den Zugang zum Ätheritennetz. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Indem du einen Stadtätheriten berührst, kannst du dich frei zu anderen Punkten des Ätheritennetzwerkes der Stadt bewegen. Warum muss man hier so schwierige Wörter machen? Das ist doch zum Kotzen. Durch das Harmonisieren mit dem Stadtätheriten hast du Zugang zum Ätheritennetz dieses Stadtstaates erhalten. Über das Ätheritennetz kannst du dich schnell innerhalb einer Stadt bewegen. Okay, das ist gut. Aber die muss ich aber alle aktivieren, denke ich mir mal. Wo geht's denn hier hin? Hallöchen, Popöchen. Was ist hier los? Was ist hier los? Wo sind wir hier? Was heißt der Stuhl? Dass sie einfach nur rumsteht, ne? Wahrscheinlich. Oh, ich will auch so einen Begleiter. Hallo? Ich will auch sowas. Jagdbrett. Will eine Jagdlizenz. Okay, das mache ich jetzt natürlich noch nicht. Ich habe noch nicht mal gekämpft. Ich habe keine Ahnung, wie Kämpfen hier funktioniert. Ich gucke mich einfach mal nochmal um. Eine Häsin. Hallöchen. Ich würde gern ein bisschen schneller laufen können. Ein bisschen lahmarschig unterwegs, ne? Frustrierte Sirenen. Vor der ewigen Jungfer triffst du auf Okalkaya, die sich über irgendetwas fürchterlich aufzuregen scheint. Wohin des Wegs? Wenn du zur ewigen Jungfer willst, dann kehr lieber um. Die gehört zum Revier der leichtblütigen Sirenen, einem der drei großen Piratenverbände Limsa Lominsas. Und unsere Anführerin Roshwen ist so übler Laune, dass sich sogar die Tauben davor fürchten, sich auf das Dach der ewigen Jungfer zu setzen. Ach, warte mal, du könntest ihre Laune vielleicht verbessern. Geh ruhig in die ewige Jungfer, aber zeig Roshwen zuerst deinen Respekt, indem du dich niederkniest. Sonst kann ich nicht für deine Gesundheit garantieren. Emotes anwenden. Wenn Worte nicht ausreichen, kannst du deine Gefühle gegenüber einer Person oder in einer bestimmten Situation mit Emotes ausdrücken. Wähle zunächst, sofern nötig, ein Ziel aus und dann Emotes in der Sektion Soziales im Hauptmenü. Wähle dann das gewünschte Emote aus der Liste aus. In diesem Fall musst du zunächst Roshwen als Ziel markieren und dann Knien auswählen, um das Auftragsziel abzuschließen.
Wo haben wir denn Emotes? Soziales. Knien. Alles klar. Dann machen wir das doch mal. Und jetzt? Du hast ja tatsächlich einen Funken Anstand in dir. Bist du hier, um dich in den Dienst der leichtblütigen Sirenen zu stellen? Ich sag dir, das ist nichts für Zartbeseitete. Immer öfter schnappen uns unsere Rivalen, die bekümmerten Klabauter, unser Beuteschiff weg. Ach, wenn ich nur daran denke, komme ich schon wieder total mies drauf. Wir sind verloren und vernichtet. Alles ist aus. Verstehst du überhaupt, wie ich mich fühle? Ich weiß nicht, ob ich weiß, wie du dich fühlst. Und ich weiß auch nicht, ob ich ein Pirat sein möchte. Weißt du nicht, wie man sich fühlt, wenn alles aus ist? Warst du noch nie so richtig vernichtet? Wenn du dein Mitgefühl nicht zum Ausdruck bringen kannst, sind wir hier am Ende. Okay, was willst du von mir? Zeigen, dass alles aus ist. Frustriert. Vernichtet. Speziell. Gibt's hier irgendwas, das passt? Zeigen, dass alles aus ist, aber ich bin ja eigentlich nicht so. Ich will eigentlich ein lustiger Charakter sein und nicht hier so ein Miesepeter. Wenn alles aus ist, warst du noch nie richtig vernichtet. Vernichtet. Gibt's hier irgendwas, wo vernichtet steht? Ah, da. Ich hab doch gerade gemacht. Warum will er das nicht? Vernichtet? Gibt's noch alles aus, oder? Alles aus. Disappointed. Ja, lass nur. So richtig kannst du es ja doch nicht nachempfinden. Es ist so, der Admiral hat uns Kapperbriefe für die Schiffe des Garleischen Kaiserreichs ausgestellt. Damit können wir ganz legal jedes ihrer Schiffe aufbringen. Eine Erlaubnis zur Piraterie sozusagen. Unsere Schiffe eignen sich aber eher für Streifzüge in Küstennähe, nicht für Exkursionen tief in die Gewässer des Kaiserreichs. Die bekümmerten Klabauter sind da mit ihren großen Schiffen im Vorteil und schnappen uns oft die Beute weg. Ich neige dazu, unsere Operationen wieder auf ein kleines Niveau zurückzuschrauben. Vielleicht sind die neuen Anforderungen einfach eine Nummer zu groß für uns. Aber vielleicht brauche ich auch nur eine Aufmunterung. Aufmuntern. Okay. Wir muntern dich auf. Ach so, ich muss die ja erst anklicken, ne? Okay. Du tust das natürlich nur, weil du dich bei mir beliebt machen willst, aber trotzdem danke für die Ermutigung. Du hast recht, wir dürfen die Köpfe nicht hängen lassen.
Du musst es natürlich nur... Achso, ich habe gerade schon weitergesprungen. Wir müssen mit unseren Schiffen ja nicht direkt bis in das Badezimmer des Kaisers segeln. Es reicht, wenn wir seine Versorgungsschiffe abfangen, die Eroseas Küsten entlang fahren. So machen wir's. Ha! Da warst du also doch zu etwas Nütze. Trotzdem bist du entlassen. Lass dir draußen von Okalkaya ein kleines Andenken geben. Dankeschön. Eigentlich wollte ich dich nicht motivieren, hier ein paar Raubzüge zu machen. Aber egal. Oh, es wird hell schön. Das ist gut. Du hast es tatsächlich geschafft, unsere Anführerin auf andere Gedanken zu bringen. Großartig. Ich dachte, sie hätte nur einen schlechten Tag, aber sie war in Sorge um unsere Zukunft als Piratenverband. Wir werden uns alle kräftig ins Zeug legen müssen, auch für unsere Anführerin. Die Kaperbriefe stellen uns vor eine neue Herausforderung, aber ich halte sie für einen Segen. Das wird uns gut tun, diese Halunken des Kaiserreichs zum Mus zu knüppeln. Sollen sie nur kommen. Okay, gut. Schön. Ich guck mal auf die Map. Okay. Gildenmeisterin. Was hast denn du zu erzählen? Schuld sind immer die Ratten. Nansa von der Plattner-Gilde benötigt Hilfe bei der Beseitigung einer Plage. Du kennst doch die verrückte Brücke gleich hier hinter dem Sturmtor. Sie ruht auf wuchtigen Metallplatten, die von unserer besten Plattnern gefertigt wurden. In letzter Zeit aber häufen sich Berichte, dass die Brücke knackt und klappert. Daraufhin hat Baderon eine Untersuchung angeordnet. Sie hat ergeben, dass die Metallplatten unter dem Einfluss von dort hausenden Dockratten leiden. Deswegen möchte ich, dass du 5 Ratten in der Nähe der Brücke erlegst. Das sollte auch im Übrigen... Was? Das sollte auch die übrigen Ratten vertreiben. Dann erstatte Baderon in der ertränkten Sorge Bericht. Okay. Ja, das kann ich machen. Hoffe ich. Ich komme hier aber noch nicht durch, ne? Na gut. Hallöchen. Ihr seid alles Plattner? Okay, hier haben wir Quests, die wir nicht annehmen können. Also ich muss sagen, ich finde es wirklich ganz schön. Mir gefällt es. Diese Style und die Grafik, das ist schon... Da kann man sich schon drin verlieren, wenn man da drauf abfährt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist schon ganz nice. So, was gibt's denn hier noch? Ich muss zurück. Da sind die Quests, die ich brauche. Ja. Die Richtung. Ich gehe mal hier außen rum. Hier gibt es ja noch was zu entdecken. Hier geht es auch noch runter. Okay, gehen wir mal hier lang. Na, was macht ihr denn hier Verbotenes? Kann ich hier eigentlich auch runterfallen? Nee. Ach, um Gottes Willen. So hole ich also meine Axt hervor. Zack, zack. Und wie... Kämpfe ich? Kann man hier kämpfen? Überhaupt?
gewaltiger Hieb. Falsche Aktion oder Ziel? Okay. Ich denke, mir wird das noch irgendwie beim ersten Kampf erklärt. Sehr viele Buttons. Okay, also ich kann noch die Treppe laufen. Hier ist was los, Herr. Kann man nicht die Namen hier irgendwie abschalten? Ich finde, hier ist ziemlich viel Schrift, die man sich angucken muss. Hallo, hier ist die Rezeption der Gehilfen. Was kann ich für dich tun? Wie bitte? Ein dubioser Seemann versucht, unerfahrene Abenteuer anzulocken? Danke für den Hinweis. Hier auf der östlichen Handelsstraße kommen Händler und Abenteurer aus allen Ecken Eroseas zusammen. Da sind auch ein paar zwielichtige Gestalten dabei. Ich werde dafür sorgen, dass sich die Warnung herumspricht und meine Augen offen halten. Sehr gut, danke. Okay, was bist du für einer? Eine Hauptquest. Ich sehe mich hier erst noch ein bisschen um. So, ich würde jetzt hier mal kurz gern... Müsste ich doch eigentlich hier Layout vielleicht? Nee, das ist einfach nur ein Ding. Ich möchte gern die Namen von den Kollegen und Kolleginnen hier ausschalten. Ich finde es doch ein bisschen... nervig, muss ich sagen. Escanor Estarossa. Naja. Mit einem Krönchen. Scheint's ja hier... Oh, hier ist noch was zum... aktivieren. Sehr gut. So, wo bin ich? Hier, okay. Wo komme ich hier hin? Ich wollte eigentlich zu dem Ausrufezeichen. Bootskauf. Sisipu möchte neue Fischerboote kaufen. In letzter Zeit kehren mehr und mehr Fischer, die nach der 7. Katastrophe ihren Beruf aufgegeben hatten, wieder auf das offene Meer zurück. Aber dafür braucht man eben Fischerboote, nicht wahr? Deswegen möchte ich bei Naldik und Vimeli welche bestellen. Würdest du mal kurz bei der Plattnergilde auf der oberen Deck vorbeischauen und bei NASA die Boote bestellen? Sie leitete die Schiffsbaufirma. Okay, da waren wir schon.
Da waren wir schon. Haben wir schon besucht. So. Ach, man kann das Bild auch rauszoomen. Okay. Interessant. Ich muss da hoch, ne? Da muss ich hoch. So, obere Decks. Genau da will ich hin. Die Fischergilde will Fischerboote bestellen. So einfach ist das nicht. Ist zurzeit mit dem Bau großer Schiffe ausgelastet. Da ist kein Raum für weitere Bestellungen. Aber die Fischergilde ist einer der besten Kunden. Deswegen will ich sehen, was ich tun kann. Okay, warum kann ich jetzt nicht das annehmen? Brauche ich dazu einen bestimmten... Level? Oder so? Stufe 3. Wahrscheinlich. Okay, also ich muss erst Stufe 3 abschließen. Okay, kann ich auch mir irgendwie einen Marker auf die Quest setzen? Begleiterverzeichnis. Gold Saucer, okay. Wieso kann ich diese Quest nicht ablesen? Wahrscheinlich, weil ich noch nicht hier
Stufe 3 habe, ne? Denke ich mir mal. Hm, doof. Das ist doof. Postbote. Während der kostenlosen Testspielzeit. Was stand da? Ist diese Funktion deaktiviert. Okay. Das kann ich leider nicht machen. Schade. Hier war die Piratin. Warum habe ich nicht so einen Begleiter? Schade. Okay, ich gucke noch mal kurz auf die Map. Na, ich muss darüber, ne? Gewürze aus dem Osten. Im Kraut und Rüben hat Morden etwas Vertrauliches zu besprechen. Du bist doch Abenteurerin, oder? Würdest du etwas für uns erledigen? Wenn alles gut läuft und unser Anführer Gefallen an deiner Arbeit findet, dürfte sich das für dich lohnen. Es ist kein geringerer als Carvelen, Anführer der bekümmerten Klabauter, einer der größten Piratenverbände Limsa Lominsas. Geh die Treppe hoch, dann findest du ihn auf der Terrasse. Willkommen, geschätzte Abenteurerin. Es ist nicht herrlich hier auf der Terrasse, der ideale Ort, um meinen Teint aufzufrischen. Kommen wir zur Sache. Vielleicht weißt du schon, dass wir hier in Kraut und Rüben die feinsten Gewürze verkaufen. Gerade heute Morgen erst haben wir wieder seltene Gewürze aus dem Osten hereinbekommen. Ganz legal, versteht sich. Unsere Erwerbsmethoden sind von höchster Stelle abgesegnet. Jetzt kommst du ins Spiel. Würdest du dieses Kraut- und Rübensäckchen ausliefern? Darin befinden sich Gewürzproben und eine kurze Erläuterung zu der Herkunft der Gewürze. Bring sie zu Gnade im Korallenturm und zu Linsgas, dem Chefkoch in Bismarck. Du bekommst auch eine Belohnung, aber pass auf, dass du keins der Säckchen verlierst. Okay, ich gebe mein Bestes. Na, ich liefere das erst ab. So. Ich denke, am Anfang wird ziemlich viel hin und her gelaufen sein. Aber das macht ja nichts, dann wird man ein bisschen vertraut mit der ganzen Sache. Wo muss ich denn das Päckchen abliefern? Hier. Okay.
das ist ja die falsche Quest. Shit. Okay. Ich hätte hier hin müssen, ne? Okay, gehen wir zurück. Wo sehe ich eigentlich mein Level? Stufe 2, okay. Und wir laufen und laufen. Naja, die Quest will ich auf jeden Fall noch abliefern. Ich will auch so einen Begleiter, verdammte Scheiße. Die sehen gut aus. Das gefällt mir. Wilde Schafsjagd. Kellnerin im Restaurant Bismarck braucht dringend Hilfe beim Sorgen von Zutaten. Willkommen in Bismarck. Habt ihr eine Ach nanu, seid ihr etwa eine Abenteurerin? Wenn dem so ist, hätte ich eine dringende Bitte. Es hat sich urplötzlich eine große Gesellschaft angesagt, doch wir haben nicht genug Vorräte, um alle zu bewirten. Würdest ihr freilebende Schafe erlegen und 4 Stück frisches Schafsfleisch einsammeln? Damit wäre uns sehr geholfen. Wo man eine Schafsherde findet, kann euch der Wachmann Abifar sagen. Er ist in der Bollwerkhalle im Erdgeschoss unter der Hafenbar zum Ertränken Sorge. Okay. Tauchende Taube. Gildenmeister. Ist ja auch eine Kochgilde. Du bist für das Kraut und Rüben unterwegs und hast eine neue Gewürzprobe mitgebracht. Dann zeig mal her. Hm, das ist aber eine interessante Duftnote. Verführerisch süß mit einem Hauch herben Aromas. Aha, in der Erläuterung steht, dass das Gewürz ein Gemüsewurzel aus der Otthard-Ebene ist. Da mache ich mich mal gleich daran, ein neues Rezept zu erfinden. Kavalen ist in der Tat ein geschickter Händler. Man sagt, dass die östlichen Gebiete von Galaischen Kaiserreichs besetzt wurden. Es kann nicht leicht sein, die Waren aus dieser Region zu kommen. Bestimmt hat er seine eigenen Mittel und Wege. Okay, Nummer 1 ist übergeben. Latisha, gute Küche, zeichnen schlecht. Wir sind mit Herz und Seele bei der Arbeit und tun alles, damit unsere Gäste zufrieden sind. Aber nicht jeder Kunde weiß, das zu schätzen. Gerade neulich hatten wir wieder einen Fall von Zechprellerei. Unsere Köchin Rushmu hat ein Phantombild erstellt. Bitte lass es dir von ihr geben und bringe es in Gelbjacken. Da rackert man sich ab, um die besten Zutaten zu finden und feilt tagelang an einem Rezept. Und es ist der Dank, der Geschmack macht sich auf und davon, ohne zu bezahlen. Bitte bringen dieses Phantombild zu Godebert.
von den Gelbjacken. Du findest ihn im Korallenturm. Hoffentlich schnappen sie den Schurken. Alles klar. Okay, ich dachte, hier kann man vielleicht einmal außen rum. Das geht aber nicht. Du hast ein Phantombild von der Zechprellerei. Lass mal sehen. Also Phantombilder sind ja wirklich wichtig, damit wir Gelbjacken unsere Arbeit verrichten können. Und wir wollen den Täter so schnell wie möglich fassen. Aber mit diesem Phantombild lässt sich nicht viel anfangen. Das kann ja jeder sein. Man erkennt nicht einmal, ob es sich um eine Lalafell oder eine Rödigen handelt. Tja, vielleicht hilft es etwas, wenn wir Rushmo einmal direkt befragen. Bitte richte er aus, sich bei uns zu melden. Alles klar. Wir sind die Gelbjacken, Wächter Limsa Lomensas. Möchtest du etwas Verdächtiges melden oder dich über jemanden beschweren? Nicht so schüchtern, nur raus mit der Sprache. Wer war es? Gewürze von grünen Rüben, sagst du? Hm, das sieht mir sehr nach Schießpulver aus dem Kaiserreich aus. Dafür würde ich mir die eine oder andere Verwendung einfallen. Schießpulver ist kein Gewürz. Da hast du zweifelsohne recht, aber wir nennen alles, was über das Meer geliefert kommt, Gewürz. Alter Seefahrerbrauch. Und bei den bekümmerten Klabautern handelt es sich nicht um irgendwelche verbrecherischen Piraten. Sie sind ganz offiziell im Gewürzhandel mit dem Fernen Osten engagiert. Handelsschiffe unter Waffen nennt man so etwas. Okay. Vielleicht hast du ja schon davon gehört, aber in Limsa Lominsa werden in letzter Zeit immer mehr Personen vermisst. Ich habe eine Liste mit den vermissten Personen erstellt und möchte, dass du sie meiner Kollegin Nedelka übergibst, die in der Bollwerkhalle Wache steht. Okay. Dann renne ich jetzt schnell in die Bollwerkhalle. Liefer hier noch die Quest ab. Können wir nämlich auch noch machen. Haha. Da bist du ja wieder. Dank deiner Hilfe kommen die neuen Gewürze gut an. Viele sehen uns noch als barbarische Piratenbande, die rücksichtslos plündert und die Meere streift. Aber seit Admiral Merlup uns Kappa-Briefe ausstellt, ist unsere Arbeit ganz legal. Händler unter Waffen nennt man uns. Unsere Partner, Handelspartner sind die Schiffe der Galerischen Kaiserreis, nur die bringen wir auf ganz zum Wohle Limsa Lominsas. So macht man heutzutage Geschäfte und die bekümmerten Klabauter gehen eben mit der Zeit. Sehr schön. Gib mir die Erfahrungspunkte, Mister. Wo kann ich hier was abliefern? Hier wird angezeigt, dass was erledigt ist. Können wir noch eins nach oben?
Okay. Vielleicht eins weiter unten? Egal, gehen wir erstmal in die andere Richtung. Okay, ich gehe mal in den Ruhebereich. Gut, dann würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal den Cut. Oh, ich sehe, da kann man was abliefern. Erst wird abgeliefert, dann machen wir den Cut. Willkommen. Ach, du hast etwas für mich? Eine Liste mit vermissten Personen. Zeig mal her. Danke, ich werde mir die Liste einprägen und nach den Vermissten Ausschau halten. Mit jedem Schiff, das anlegt, kommen neue Händler, Abenteurer, Handwerker, ja, ganze Familien. Die meisten Ankömmlinge müssen hier vorbei, deswegen habe ich mich ja hier platziert. Ich habe einen geübten Blick für Leute, die etwas im Schilde führen. Dir sehe ich an, dass du uns noch eine große Hilfe sein wirst. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, jetzt mache ich hier einen Cut und dann sehen wir im nächsten Part von Final Fantasy XIV Online, wie es weitergeht. Also bis dahin. Bye, bye.